Ich begrüße dich herzlich zu dieser Lichtmeditation. Nimm jetzt eine bequeme Stellung ein, aufrecht sitzend, sodass die Wirbelsäule gerade ist und dein Atem frei ein- und ausfließen kann. Lenke deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem und beobachte ihn eine Weile. Wie er deinen Körperraum durchfließt und ihn weitet. Spüre den Rhythmus deines Atems. Ein und aus, auf und ab, ganz regelmäßig und ruhig. Und je mehr du dich diesem Vorgang hingibst, desto mehr stellt sich Entspannung ein. Dein Körper wird leichter, die Gelenke lockerer. Stell dir jetzt vor, dass du mit dem Atem auch Licht einatmest. Mit jedem Atemzug fließt mehr Licht in dich hinein. Und du spürst mehr Weite, Leichtigkeit und Licht in dir. Und mehr Licht füllt auch die Umgebung. Spüre diese Weite und die Leichtigkeit, die dieses Licht in dir bringt. Gut. Jetzt bist du bereit, Verbindung mit deiner Seele aufzunehmen. Deine Seele antwortet immer, wenn du sie rufst. Geh jetzt in dein Herzzentrum hinein und bitte jetzt vom ganzen Herzen mit deiner Seele oder mit einem höheren Aspekt von dir Verbindung aufzunehmen. Spüre die Veränderungen in dir, wenn du diese Bitte aussendest, wie dein Körper darauf reagiert. Und dann erkenne, wie ein helles, klares Licht oder vielleicht etwas anderes in einer Gestalt oder Farbe auf dich hinabströmt. Dieses weiche, helle Licht, spüre die liebevolle Gegenwart deiner Seele. Vielleicht spürst du sie bewusst, vielleicht auch nicht. Du bist auf vielen Ebenen mit deinen höheren Aspekten verbunden. Lenke jetzt deine Aufmerksamkeit auf dein Herzzentrum, das Seelenlicht fließt direkt in dein Herz hinein. Und lass jetzt dein Herz sich im Licht deiner Seele ausweiten und spüre, wie dein Verstand klarer und klarer wird. Du bist voll wach und hast so ganz klare Gedanken, Gedanken der Erkenntnis. Und finde deine Gefühle, wie sie vom Augenblick zu Augenblick ruhig und friedvoll fließen.
Genieße einfach diesen Augenblick der Ruhe, der Weichheit und der Gelassenheit. All diese Eigenschaften sind ein Zeichen, dass du mit deiner Seele verbunden bist. Genieße diese Ruhe, dieses Licht. Und stelle dir jetzt vor, dass deine Seele eine strahlende Sonne ist, mit ganz warmen, kräftigen Strahlen, die alles erhellen und auch transformieren können. Denn die Essenz dieser Strahlen ist die Liebe. Die Liebe hat die Kraft, alles zu transformieren. Eine allumfassende, bedingungslose Liebe. Und dein Herzzentrum ist mit dieser Sonne verbunden. Mit der Sonne deiner Seele. Spüre jetzt diese Verbindung und verstärke sie. Je mehr du deine Aufmerksamkeit auf diese Verbindung lenkst, desto strahlender wird dein Herz. Spür das jetzt. Denn dein Herz ist ein Spiegelbild der Sonne deiner Seele. Stell dir jetzt vor, dass von dieser Sonne aus deinem Herzzentrum ganz kleine, feine Lichtfäden nach außen fließen, ganz zart. Und sich mit den Herzen deiner Familie verbinden. Mit den Herzen deiner Eltern. Deiner Kinder. Deiner Geschwister. Und sie verbinden sich mit dem Herzen deines Partners oder Partnerin. Sie reichen zu allen Familienmitgliedern. Spüre diese Verbindung. Sie besteht auf einer überpersönlichen Ebene, die durch die Liebe getragen wird. Und die Sonne deiner Seele stärkt diese Strahlen, dieser Lichtfäden. Spüre diese liebevolle Verbindung zu den Familienmitgliedern auf einer höheren, überpersönlichen Ebene. Denke nun auch an die zukünftigen Generationen. Verbinde dich auch mit ihnen über diese Lichtfäden. Und dann nimm deine Ahnen dazu und all die Generationen vor ihnen, die den Weg für dich geebnet haben, soweit sie vermochten. Und sie unterstützen dich immer noch. Spüre diese Unterstützung, diese Liebe in ihren Herzen. Und die Lichtverbindung von deinem Herzen zu den Herzen deiner Familie wird immer stärker und stärker. Sie fließen wie die Speichen eines Rads von deinem Herzen hinaus. Du bist in der Mitte, gespeist vom Licht deiner Seele.
Nun verbinde dich durch diese Lichtfäden mit deinen Freunden und Bekannten. Und lass das Licht von deinem Herzen zu ihnen fließen. Finde all diese Menschen und füge dabei all deine guten Gedanken für sie hinzu. Und dann nimm deine Nachbarn, die du kennst oder auch nicht kennst, mit denen du dich gut verstehst oder auch nicht. Spare keinen aus. In diesem Licht deiner Seele sind alle gleich, denn die Verbindung besteht aus Liebe. Und dann nimm die Menschen in deiner Stadt. Verbinde dich mit diesen Menschen, mit denen du die gleiche Luft und Energie atmest, teilst. Und diese Energie formt eure Umgebung. Wie wäre es, wenn all diese Menschen mit ihrer Schöpfungskraft, mit ihrer inneren Weisheit und Stärke in Verbindung stünden? Stell dir jetzt einfach vor, dass all diese Menschen in deinem Gewahrsein gestärkt durch das Licht ihrer eigenen Seele durch ihr Leben schreiten. Und in diesem Licht, das Liebe ist, ihre Entscheidungen treffen. Dass sie in diesem Licht die Kritik an sich selbst und die Kritik an den anderen durch Verständnis ersetzen können. Ohne Konkurrenz oder Mangel denken, zusammenarbeiten. Miteinander teilen, da sie wissen, was auch immer sie brauchen, wird ihnen gegeben. Denn das ist das höchste kosmische Prinzip. Halte einfach all diese Menschen in deinem Gewahrsein, indem du dich an diese Lichtfäden erinnerst, mit denen du mit diesen Menschen verbunden bist. Lass uns jetzt noch einen Schritt weiter gehen. Lass uns die ganze Menschheit einschließen. Die Lichtfäden reichen jetzt zu allen Politikern, zu allen Menschen in entscheidenden Positionen, die das Weltgeschehen unmittelbar beeinflussen. Und dann nehmen noch die Wissenschaftler dazu und die Künstler, Menschen in der Wirtschaft und viele, viele andere mehr. Verbinde dich mit ihnen durch diese Lichtfäden. Vielleicht kannst du diese Verbindung tatsächlich spüren, indem du spürst, wie strahlend du wirst. Denn je mehr Verbindung du eingehst, desto stärker fließt das Licht auch zu dir zurück und durch dich hindurch.
spüre jetzt die Auswirkungen dieser Verbindungen zu all diesen Menschen. Wie die Liebe aus deinem Herzen zu ihnen fließt und dann wieder zurück. Halte nun die Vision, dass all diese Menschen mit Integrität, Offenheit und Mut ihre Länder regieren, ihre Firmen führen und sonst ihre Arbeit verrichten. Und dass sie mit ihrer höheren Führung in Verbindung stehen. Und dass allmählich alle Grenzen, unterschiedliche Auffassungen, Hass, Missverständnisse oder Mangeldenken zwischen Menschen und den Nationen beseitigt werden können. Stell dir das einfach vor. Halte es in deinem Gewahrsein. Was macht diese Vorstellung mit dir? Halte diese Vision weiter, während die Speichen deines Rats immer mehr Herzen finden und sich mit ihnen verbinden. Stelle dir vor, dass diese Menschen mit liebenden, lichtvollen Herzen miteinander arbeiten und nicht gegeneinander. Spiele einfach mit diesen Visionen und stärke diese Kraft in dir, dieses Licht. Und was das Licht mit dir macht. All diese Verbindungen zu diesen Plätzen, wo die Menschen leben und arbeiten und glücklich sind im Licht ihrer Seele. Bleib nur ein bisschen einfach in dieser Vision, in diesem Licht und spiele. Alles ist ein Spiel des Bewusstseins. Dann lass ganz langsam los. Lass die Lichtfäden von deinem Gewahrsein einfach entschwinden. Bedanke dich bei deiner Seele für diese wunderbare Erfahrung und Unterstützung, während auch ihr Licht verblasst. Und trotzdem bleibt die Ruhe, die Gelassenheit, die Leichtigkeit deiner Seele in dir zurück. Spüre das jetzt. Das ist das Geschenk von deiner Seele an dich. Und dann ganz langsam komm zu deinem Herzzentrum zurück, in die Mitte des Rats und spüre hier die Nachwirkungen dieser Erfahrung. Während auch sie langsam verblasst und ganz langsam in deiner eigenen Zeit
kehre vollkommen zum gewohnten Wachbewusstsein zurück. Ich wünsche dir noch einen schönen, wundervollen Tag.